Marlene und komme aus Berlin und fange jetzt an, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie zu studieren. Und deswegen bin ich jetzt beim Welcome Day, um mir alles anzuschauen, ersten Eindruck zu bekommen, Fragen zu klären. Ich war halt vorher noch nie in Halle und wollte überhaupt erstmal wissen, wo was liegt, welche Viertel es gibt und ja, einfach Tipps von Studenten, die schon länger hier studieren. Wir sind gerade heute auf dem Welcome Day auf der MS Händel und machen hier Studienberatung. Für Bewerber, für Neubewerber, die sich jetzt hier fürs Wintersemester bei der Uni angemeldet haben und die einfach noch Fragen haben, wo kann man hier am besten weggehen, wo finden die Einführungsveranstaltungen statt, Sportprogramm wird ganz viel gefragt und einfach so allgemeine Fragen. Es geht um, dass sich die Studenten hier bei uns informieren können über Wohnraum aktuell, über die Größe, Anzahl, natürlich auch was es kostet. Und wir versuchen natürlich die Studenten da gut zu beraten. Victor Zöntgen, komme aus Sachsen und habe hier die Studienberatung und die Wohnungsbesichtigungstour mitgemacht und habe mir allgemein Halle mal ein bisschen angeschaut, weil ich hier studieren möchte. Halle gefällt mir sehr gut, es ist nicht sehr groß, also es ist alles schnell erreichbar und auch die Beratung ist ziemlich cool. Ich bin die Wiebke. Ich komme aus Hamburg und habe mich jetzt hier auch in Halle eingeschrieben. Der Welcome Day war dann auch eine gute Veranstaltung, um dann einfach sich auch ein Wochenende zu nehmen und zu sagen, ja, da fahre ich nach Halle. Da werde ich mich dann nochmal informieren, mit Leuten von der Uni auch selber sprechen, versuchen ein paar Fragen zu klären. Es hilft einem natürlich auch gerade Leute, die irgendwie vor ein paar Jahren in der gleichen Situation waren und einem die Ängste auch ein bisschen nehmen können, einfach in eine fremde Stadt zu gehen, ohne jemanden zu kennen.